Du bist, was du isst. Gesund oder krank, das hängt zu einem großen Teil von der richtigen oder eben falschen Ernährung ab. Jede fünfte Todesursache ist nämlich auf eine schlechte oder mangelhafte Ernährung zurückzuführen, die dann Krebs, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursacht. Aber wie ernähre ich mich eigentlich richtig und wie verhindere ich, dass ich vielleicht auf Werbung reinfalle? Also heute Morgen habe ich zum Beispiel einen ganz leckeren Joghurt mit frischen Früchten gegessen. Und als ich dann mal geguckt habe, wie viel Zucker da eigentlich drin ist, bin ich so ein bisschen erschrocken. Das deckt so den halben empfohlenen Zuckerbedarf eines Erwachsenen und sogar den ganzen für Kinder. Also darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen zum Zukunftstalk hier im Futurium über Ernährung. Ich werde mit zwei spannenden Frauen, Wissenschaftlerinnen sprechen, die ganz viel über Ernährung wissen, die Expertinnen sind aus Industrie und Wissenschaft und sie können dazu auch noch grafisch genau sehen, worüber wir sprechen. Stefanie Gendera ist nämlich Graphic Recorderin und sie ist diejenige, die sich da gerade zeichnet. Man sieht sie also wunderbar. Sie hat einen Zopf, sehr schön. Und wird bebildern und illustrieren, worüber wir heute sprechen. Also herzlich willkommen, Stefanie Gendera. Und herzlich willkommen, Antje Hebestreit. Sie ist Ökotrophologin und Epidemiologin am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie, kurz das BIPS. Herzlich willkommen. Und Friederike Ahlers, sie vertritt mit Frosta eines der größten Hersteller von tiefgekühltem Obst, Gemüse und Pfannengerichten. Frosta vollzog bereits 2003 einen Wandel des Sortiments und galt seither nach eigenen Angaben als Tiefkühlmarke mit einem Reinheitsgebot. Alle Zutaten und Produkte sind nach Herstellerangaben frei von Zusatzstoffen, Aromen und Geschmacksverstärkern. Herzlich willkommen, Frau Ahlers. Frau Hebestreit erforscht mit ihrem Team Risikofaktoren für Kinder und Jugendliche in Deutschland und Europa. Sie konzentriert sich bei ihrer Forschungsarbeit auf die Rolle des Ernährungsverhaltens bei der Entstehung von nicht übertragbaren Krankheiten. Frau Hebestreit, Sie haben auch die EDIFIX-Studie mitverantwortet zur Erforschung von Übergewicht bei Kindern im Alter von 2 bis 10 Jahren. Also Sie haben mehr als 16.000 Kinder in Europa, also in 8 europäischen Ländern, über viele Jahre begleitet. Was waren denn da so Ihre Haupterkenntnisse? In erster Linie ging es uns darum zu untersuchen, wie überhaupt gegessen wird, auch in den unterschiedlichen Ländern. Wir haben eine gute Verteilung von Nord nach Süd und von Ost nach West. Und dann zu untersuchen, wie die Zusammenhänge zu lebensstilbedingten Erkrankungen sind. Damit zum Beispiel feststellen können, dass Lebensmittel oder Ernährungsmuster, die geprägt sind durch viel Fett, viel Zucker und auch verarbeitete Lebensmittel, das Übergewichtsrisiko von Kindern und Jugendlichen stark erhöht. Da haben wir zum Beispiel auch untersuchen können, inwieweit denn zum Beispiel Zucker, zugeführter Zucker, der jetzt nicht natürlich in Lebensmitteln vorkommt, verteilt ist über die Länder. Da war Deutschland ziemlich weit vorne. Ich glaube, wir waren sogar Spitzenreiter beim Zuckerkonsum. Und dass das nicht ohne Folgen bleibt, das kann man sich vorstellen. Also Spitzenreiter, ich hatte noch mal geguckt in der Studie, ich glaube, es sind 114 Gramm pro Tag, Kinder zu sich nehmen, durchschnittlich in Deutschland, also viel zu viel. Das ist, glaube ich, fast das Doppelte an dem, was die WHO empfiehlt. Die Lebensmittelindustrie bezweifelt die Zusammenhänge zwischen vielleicht hohem Zuckerkonsum, schlechter Ernährung und Übergewicht und Diabetes bei Kindern. Welche Zusammenhänge gibt es denn Ihrer Meinung nach da? Es gibt natürlich schon zahlreiche Studien, die auch ganz klar belegen, dass zum Beispiel der überhöhte Konsum und regelmäßige Konsum von zuckergesüßten Getränken zum Beispiel ein ganz klarer Risikofaktor für Übergewicht und metabolische Erkrankungen in dieser Altersgruppe ist. Und
ja, wie gesagt, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, da zu reduzieren. Da kommt natürlich eine große Dynamik eben auch durch die Werbung rein, weil diese Lebensmittel auch stark von der Lebensmittel- und Werbeindustrie schon beworben werden, obwohl es da ja eigentlich eine Selbstverpflichtung gibt, die das eigentlich regeln sollte, also die eigentlich die Werbung für diese Lebensmittel an Kinder gerichtet nicht senden sollte. Ein anderer Punkt ist auch noch, dass immer mehr Menschen nicht mehr frisch kochen und stattdessen zu Fastfood und Fertiggerichten und auch Tiefkühlkost greifen. Nach einer Statistik des Deutschen Tiefkühlinstituts verbraucht jeder Bundesbürger ca. 46 Kilogramm gefrorene Lebensmittel im Jahr, knapp ein Kilo pro Woche. Frau Ahlers, gerade eben als jemand, der für ein Tiefkühlkostunternehmen verantwortlich ist, welche Verantwortung hat denn da ein Lebensmittelhersteller wie Froster? Ja, die Lebensmittelhersteller haben erstmal die Verantwortung, gute Lebensmittel herzustellen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Was bedeutet das, gute Lebensmittel? Aus unserer Sicht bedeutet das, dass sie so hergestellt werden, wie man es selber auch machen würde in seiner Küche. Und dazu gehört aber auch die Verantwortung für 100% Transparenz. Idealerweise sollten die Lebensmittelhersteller alles, was sie selber wissen über die Zutaten, über die Herkunft der Zutaten, aber auch über die Verarbeitung, alles veröffentlichen und denjenigen zur Verfügung stellen, die die Lebensmittel essen, und nämlich den Verbrauchern. Das ist aus unserer Sicht eigentlich die Verantwortung der Lebensmittelhersteller. Also Transparenz und gutes Essen auch eben als Verpflichtung sozusagen oder Selbstverpflichtung von den Lebensmittelherstellern. Frau Hebestreit, wie kann denn eigentlich so die Häufigkeit von Übergewicht, Fettleibigkeit, nicht übertragbaren Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes Typ 2 oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Bevölkerung gesenkt werden? Mit welchen Maßnahmen? Naja, das eins haben Sie schon genannt. In erster Linie wäre natürlich sehr wünschenswert, dass die Haushalte wieder mehr kochen. Glücklicherweise haben Untersuchungen der Uni München jetzt gerade während der Corona-Zeit gezeigt, wo man hätte denken können, es gibt viel Lieferservice, aber nein, es wurde sehr viel mehr in den Haushalten gekocht, insbesondere in Haushalten mit Kindern. Da kann ich natürlich sehr gut kontrollieren, was ich zusetze und ob ich überzuckere oder übersalze und was ich für Fette verwende. Selbst kochen, frisch kochen ist sehr gut. Dann natürlich die Packungen immer gut kontrollieren. Selbst wenn ich mal zu Fertigprodukten greife, kann ich natürlich mir die Zutatenliste ansehen. Ich kann mir die Nährwertdeklaration ansehen, die heute in Deutschland schon eigentlich auf allen industriell verpackten Lebensmitteln zu finden ist, und kann dann natürlich eben eine gute Auswahl treffen. Von politischer Seite gibt es natürlich auch Maßnahmen. Es gibt den nationalen die nationale Reduktions- und Innovationsstrategie. Hört sich erstmal irgendwie groß an. Also es geht darum, dass das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die deutsche Bevölkerung dabei unterstützen will, sich gesund zu ernähren, indem eben verarbeitete Lebensmittel, insbesondere eben Fertigprodukte, mit weniger Energie, Zucker, Fetten, Salz ausgestattet sind, dafür ausreichend mit Vitaminen und Mineralstoffen. Die Bundesregierung setzt dabei aber auf eine freiwillige Selbstverpflichtung und hat den Nutri-Score eingeführt. Besser essen ist jetzt ganz einfach. Mithilfe des Nutri-Scores kannst du jetzt ganz schnell die Nährwertqualität von verpackten Lebensmitteln vergleichen. Der Nutri-Score ist ein einfaches und intuitives Logo, das eine Buchstaben- und Farbskala verwendet. Du findest es vorne auf der Packung. Das Logo wurde von unabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entwickelt. Jedem Buchstaben ist eine andere Farbe zugeordnet: dunkelgrün, hellgrün, gelb, orange und rot. Der Nutri-Score hilft dir, einfacher und besser einzukaufen. Denn Joghurt ist nicht gleich Joghurt. Je intensiver die grüne Farbe auf dem Nutri-Score, desto günstiger ist die Nährwertqualität. Und umgekehrt, je intensiver die orange Farbe, desto ungünstiger ist die Nährwertqualität. Mit dem Nutri-Score kannst du die Nährwertqualität von Produkten einfach vergleichen. Das heißt konkret, Joghurts mit anderen Joghurts, Fertigpizzen mit anderen Fertigpizzen, Müslis mit anderen Müslis, auch wenn die Lebensmittel von verschiedenen Marken stammen. Das gilt übrigens auch für Getränke. Was du nicht machen solltest, zum Beispiel einen Joghurt mit einer Pizza vergleichen.
Beim Nutri-Score werden Lebensmittel pro 100 Gramm oder 100 Milliliter analysiert und nicht pro Portion, denn nicht alle Portionsgrößen sind gleich. Auf diese Weise kannst du objektiv und einfach vergleichen. Bei gewöhnlicher Etikettierung wissen wir oft nicht, welches Produkt eine günstige Nährwertqualität und welches eine eher ungünstige hat. Mit dem Nutri-Score kannst du es auf einen Blick erkennen. Nährwertinformationen sind jetzt leicht verständlich. Das Nutri-Score-Logo ist auf der Vorderseite der verpackten Lebensmittel angebracht. Mit einem Blick kannst du die Nährwertqualität eines Lebensmittels erkennen und so einfach besser essen. Frau Hebestreit, was halten Sie denn vom Nutri-Score? Also es ist natürlich ein Instrument, was von der Lebensmittelindustrie gebastelt wurde. Das muss man dann immer ein bisschen kritisch betrachten. Prinzipiell ist es aber natürlich wünschenswert, mit einer leicht verständlichen Beschriftung oder Markierung der Verpackung mal anzufangen. Also Ampelsysteme gibt es in jeglicher Art und Weise. Der Nutri-Score wurde mal in einer Studie getestet als am leichtesten zu verstehen. Das ist sicherlich sehr wichtig, denn wir wollen ja alle Bevölkerungsgruppen informieren. Das möchte der Nutri-Score. Er möchte mich halt informieren und möchte mir eine Transparenz geben und mir damit eine Auswahl erleichtern, innerhalb von einer Lebensmittelgruppe die gesündere Auswahl zu treffen. Und ich denke, das ist schon ein ganz wichtiger Schritt nach vorne, denn obwohl wir eine Nährwertdeklaration haben auf den Verpackungen, ist die nicht immer für jedermann verständlich. Frau Allers, was ist denn die Haltung von Froster zum Nutri-Score? Also wie steht Froster zu dieser Selbstverpflichtung? Also grundsätzlich sind wir uns einig, dass es mehr Transparenz braucht, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher wissen müssen, was drin ist im Lebensmittel und auch Produkte einfach miteinander vergleichen müssen. Wir glauben aber, dass der Nutri-Score zwar vielleicht schon ein erster Schritt ist, aber wir finden, dass ein ganz wichtiger Schritt daran, ein ganz wichtiges Element nicht enthalten ist. Und das sind die Zusatzstoffe oder auch Aromen. Und das ist so unsere tiefe Überzeugung, dass wir diese Dinge mit berücksichtigen müssen. Und es ist aus Sicht der Lebensmittelindustrie tatsächlich nicht schwer, diesen Nutri-Score zu verändern hin zu grün oder zum Buchstaben A, wenn man eben sozusagen mit Dingen arbeitet, die in der Lebensmittelindustrie weit verbreitet sind. Also mit Zusatzstoffen, mit Aromen bekomme ich es relativ einfach hin, ein Geschmackserlebnis hinzubekommen, das gut ist und trotzdem einen sehr guten Nutri-Score erreicht. Es ist aber aus unserer Sicht damit kein besseres Lebensmittel, sondern eher ein schlechteres Lebensmittel, ein günstigeres Lebensmittel. Und insofern sind wir nicht überzeugt davon, dass der Nutri-Score wirklich zeigt, was ist ein gutes Lebensmittel und ich damit nicht wirklich es mir hilft, ein qualitativ hochwertiges Lebensmittel auszuwählen. Was sagen Sie dazu, Frau Hebestreit? Ist dieser Ansatz von Froster nachvollziehbar? Also ernährungsphysiologisch ist er sehr sinnvoll. Das findet die Wissenschaft ganz sicher, also ich auf jeden Fall. Das Wichtige ist dabei, dass man trotzdem nicht aus der Sicht verlieren sollte, natürlich möglichst trotzdem, wie ich schon sagte, frisch und unverarbeitete Lebensmittel zu verzehren oder zu mischen. Von mir ist auch beides. Wichtig ist der Ansatz von Froster, Geschmacksverstärker und künstliche Aromen rauszulassen in dieser Hinsicht. Denn beides führt dazu, dass man ein höheres Risiko hat, sich zu überessen. Das heißt, obwohl ich satt bin, ist es so lecker, ist es künstlich so gepimpt, dass ich weiter essen möchte. Jeder kennt das ja auch von der Tüte Chips, wo man irgendwie die Finger nicht lassen kann. Und das führt dazu, dass ich schnell überesse. Und es führt auch dazu, dass ich natürlich, selbst wenn ich andere Lebensmittel verzehre und wirklich mal selber koche, dann auch überwürze. Das heißt, ich füge dann auch mehr Salz, Zucker oder vielleicht auch noch Fett dazu. Insofern ist es schon mal gut, die Bevölkerung eigentlich wieder runter zu regulieren, sie wieder an natürliche Aromen, Kräuter, Geschmacksrichtungen, Geschmackstypen zu gewöhnen. In der Hoffnung, dass dann durch die Runterregulierung der Sensorik oder der Geschmackswahrnehmung sich dann auch die Menschen wieder selber weniger nachwürzen und gesünder ernähren. Das funktioniert relativ gut.
Wir wissen, dass die Geschmackswahrnehmung sich runterregulieren lässt und man dann wieder feinere Aromen und eben Salz, Zucker wieder schneller schmecken kann, obwohl man weniger zugesetzt hat. Und das ist natürlich eine sehr langfristige, eine sehr nachhaltige Strategie, die wir natürlich begünstigen oder befürworten, weil es eben wieder dem ursprünglichen gesunden Ernähren natürlich viel näher kommt, als jetzt eine Pizza in den Ofen zu schmeißen, wo einfach nur der Fettgehalt oder der Zuckergehalt irgendwie künstlich mit anderen Zusatzstoffen reguliert wird. Das hat irgendwann mit einer natürlichen, frischen, gesunden Ernährungsweise nicht mehr viel zu tun. Und da hat Frost dann einen ganz, ganz wichtigen Schritt getan. Vielleicht ganz konkret, Frau Ahlers, mal, wenn jetzt Geschmacksverstärker fehlen und auch weniger Salz und so in Ihren Lebensmitteln ist, wie muss denn dann gekocht werden, damit es überhaupt gut schmeckt und die Kunden auch nach wie vor dann ihre Produkte kaufen? Ja, das war tatsächlich ein riesengroßes Projekt und eine große Herausforderung. Wir haben das Jahr 2003 komplett umgestellt und wir mussten wirklich uns verabschieden von der Art, wie wir produziert haben in den ersten 30 Jahren unserer Firmengeschichte, wieder hin zu echten Zutaten. Also wenn man zum Beispiel ein kleines Beispiel geben kann, wir haben früher Tomatenwürfel oder Tomaten ausgesucht im Einkauf eher nach der Konsistenz und nach der Farbe, also wie sie aussehen. Der Geschmack war tatsächlich vor 2003 relativ egal, weil es wurde immer aromatisiert. Gerade bei so Zutaten wie Tomate war das total gängig. In dem Moment, wo man jetzt das Aroma weglässt, weil wir gesagt haben, eben, dass wir absolut konsequent auch in den Zutaten eben keinerlei Zusätze, kann man eigentlich sagen, also gar nichts mehr drin haben wollen, dann muss die Tomate gut schmecken. Das heißt, wir haben dann umgestellt auf Freilandtomaten zum Beispiel. Vorher war es egal, wo die gewachsen sind. Dann gibt es sehr, sehr viele andere Beispiele. Zum Beispiel haben wir früher mit Fetten, pflanzlichen Fetten, also viel auch mit Margarine gearbeitet. Margarine hat aber ist sozusagen ja per se schon eigentlich ein Kunstprodukt, dass das so aussehen und schmecken soll wie Butter. Und wir haben umgestellt auf echte Butter, auf echte Milchprodukte. Auch das zum Beispiel, Milchprodukte werden in der Industrie eigentlich immer in Pulverform eingesetzt. Aber das ist geschmacklich natürlich was völlig anderes, als wenn man die echten, frischen Lebensmittel nimmt. Also da mussten wir sehr, sehr viel tatsächlich umstellen, insbesondere in die Zutaten investieren. Aber wenn Frosser jetzt sowieso schon gezeigt hat, es geht mit der Umstellung und es gibt eben eine Möglichkeit, die Rezepte auch anzupassen, warum geht Frosser da nicht gleich einen Schritt weiter und reduziert Salz, Zucker, Fett, also so wie der, ja, sozusagen die freiwillige Selbstverpflichtung es vorsieht? Naja, weil wir tatsächlich glauben, dass Salz und der gut, Zucker ist bei unserer Art von Fertiggerichten tatsächlich nicht so ein Thema. Wir orientieren uns daran, wie die Köche in der Küche arbeiten. Wir haben zum Beispiel früher kaum Köche gehabt. Jetzt haben wir wieder sehr viele Köche, die bei uns die Produkte entwickeln. Und ein Koch sozusagen orientiert sich auch nicht an irgendwelchen Tabellen, sondern der sagt, es muss gut schmecken, richtig. Aber er aromatisiert eben auch nicht und macht nichts, was sozusagen künstlich den Geschmack intensiviert. Und wir glauben, dass die Menschen mehr essen, das hatte Frau Ebeschreit ja auch eben schon gesagt, wenn es sozusagen, ich künstlich den Geschmack intensiviere. In dem Moment, wo ich das nicht mache, brauche ich aus unserer Sicht nicht noch eine Salzreduktion, die sich sozusagen an Tabellen orientiert und sagt, wir müssen unter den und den Wert kommen. Und das Nächste, was tatsächlich sehr relevant ist, dass wir könnten, wenn wir wollten, Salz reduzieren. Und das wird auch in der Industrie gemacht. Und das bekommen wir auch in sozusagen Angeboten von der Industrie. Es gibt so viele Möglichkeiten, Salz zu reduzieren, aber dann tatsächlich eher auf dem Papier, als dass es nicht. Da gibt es die Möglichkeiten, dass man sozusagen Kalium statt Natrium eher einsetzt. Das ist möglich. Ich bekomme aber gesundheitlich dadurch keinen Vorteil. Aber auf dem Papier habe ich einen niedrigeren Salzgehalt. Und das ist nicht unser Ansatz, sondern tatsächlich zu sagen, die Leute dazu zu bringen, nicht zu viel zu essen, einfach weil es natürliche Zutaten sind, die drin sind. Was halten Sie von diesem Ansatz, Frau Hebestreit? Von dem Ansatz, Salz zu reduzieren. Also wir sehen in Ländern, in Europa zum Beispiel, die die Selbstverpflichtung und die Reformulierungsstrategie schon länger umgesetzt haben, dass die Salzreduktion wirklich zu Erfolgen führt. Also
Man kann also im Vereinten Königreiche haben es jetzt auch erst, ich glaube, im Oktober letztes Jahr in einem großen Bericht veröffentlicht, dass die Reformulierung dazu führt, dass weniger Salz konsumiert wird, dass auch die Anpassung der Geschmackswahrnehmung nach unten reguliert wurde, also dann auch natürlich weniger nachgesalzen wurde, wenn denn die Möglichkeit bestand. Und was natürlich wirklich überzeugend ist, ist, dass schon nachgewiesen werden konnte, dass Tod durch Schlaganfall oder kardiovaskuläre Erkrankungen abgenommen hat. Also die Sterberaten durch die mit Salz, hohem Salzkonsum assoziiert waren, konnten gesenkt werden. Das ist natürlich schon ein Erfolg. Prinzipiell ist es aber meist ja so, dass wenn Salz oder Zucker auf der einen Seite als Geschmacksgeber reduziert werden, dass dann auf der anderen Seite der Fettgehalt wieder hochgefahren wird, der dann ja aber auch wieder ein Risikofaktor ist für das kardiovaskuläre System. Also man muss, glaube ich, gut abwägen. Es gibt sehr wenig Evidenz dazu, inwieweit jetzt Zucker wirklich reduziert werden konnte und auch die Zuckerzufuhr einer Bevölkerung wirklich reduziert wurde. Vielleicht funktioniert es doch nicht so gut, wie man sich das überlegt hat, wenn denn die Reduktionsstrategie das Kerngeschäft oder die Kernproduktion betrifft. Vielleicht ist es, muss man da doch noch mehr forschen, ansonsten ist dann vielleicht doch die Froster-Strategie doch die richtige, denn auch wenn Froster wertvollere Fette zusetzt, wie zum Beispiel Kürbiskernöl oder so, dann unterstützt das ja auch die Gesundheit des kardiovaskulären Systems. Also das heißt nicht einfach nur reduzieren, sondern eher auf Qualität setzen, so wie Froster das eben macht mit der Strategie. Haben Sie das irgendwann vielleicht auch mal bereut, Frau Ahlers, bei Froster, weil Sie haben mehr Kosten gehabt und am Anfang, habe ich von Ihnen auch gehört, haben die Kunden so nicht gleich positiv reagiert? Richtig, wir haben es, sagen wir mal, rein betriebswirtschaftlich die ersten anderthalb Jahre nach der Einführung extrem bereut, weil es erstmal zu einem Umsatz, dieses neue Konzept zu einem Umsatzumbruch von bis zu 40% geführt hat, durch den etwas höheren Preis. Wir haben es aber inhaltlich nie bereut, weil wir tatsächlich selber sehr überzeugt davon waren, dass es der richtige Weg ist. Wir haben ja auch festgestellt, dass wir selber, unsere Mitarbeiter, auch vorher tatsächlich unsere eigenen Produkte nicht so richtig gern gegessen haben, was uns auch schon zu denken gegeben hat, zumindest nicht längerfristig. Immer ja, man isst es immer gerne sozusagen mal, wenn es neu ist, aber gewöhnt sich sehr schnell sozusagen an diesen einheitlichen Geschmack. Und wir haben deshalb eigentlich alle immer festgehalten und waren immer überzeugt davon, dass es der richtige Weg ist. Erstens, weil es einfach besser schmeckt, aber weil es sich auch besser anfühlt und weil es einfach ein besseres Gefühl ist, sozusagen auch in der Produktion echte Zutaten zu sehen, als sehr viele Pulver, die man früher bei uns gesehen hat. Das gibt tatsächlich ein deutlich besseres Gefühl. Dürfte ich kurz was ergänzen? Gerne. Was ich auch sehr vorteilhaft finde, ist, das mag sicherlich auch andere Gründe haben als jetzt eine bewusste Portionsgrößenreduzierung, aber was wirklich auch auffällig ist, dass die Portionsgrößen jetzt nicht überdimensioniert ist. Wir sehen ja auch, dass dieser Hang zum Supersize und zu extrem großen Verpackungsgrößen, was ja auch wieder das Überessen triggert, dass das quasi auch aus anderen Ländern überschwappt und dass wir vermehrt viel zu große Verpackungsgrößen haben. Das ist natürlich bei Tiefkühlkost immer ein Problem. Habe ich die Tüte einmal aufgerissen, dann muss ich es ja auch oft verbrauchen, weil ich vielleicht auch nicht genug Platz habe im Tiefkühlfach oder vielleicht habe ich auch nur ein 3-Sterne-Heißfach. Wenn ich aber dann eine Portion habe, die dann auch wirklich nicht zu einem Überessen führt, ist das auch, finde ich, eine Strategie, eine gesunde Ernährungsweise und Portionsgrößen nochmal zu fördern in der Bevölkerung. Und da sind die Portionsgrößen bei Froster, sind mir persönlich, wenn ich mal durchgeguckt habe, sehr positiv aufgefallen. Genau, Sie haben auch die Portionsgrößen, glaube ich, reduziert, eher aus Kostengründen. Aber genau, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht, Frau Ahlers? Tatsächlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir die Portionsgrößen gar nicht mehr angeben, weil uns das nur Ärger eingebracht hat, nämlich von Verbrauchermeldungen, die einerseits gesagt haben, es ist zu wenig und es ist zu viel. Das heißt, wir haben früher auf den Beutel geschrieben, 1 bis 2 Portionen. Das machen wir seit vielen Jahren nicht mehr. Unsere Beutel kann man übrigens auch tatsächlich portionieren. Also man kann einen halben Beutel Paella sehr gut essen, weil es sozusagen die Soße sich sozusagen schon an dem Produkt befindet. Wir
stellen fest, dass einfach das Ernährungsverhalten da sehr unterschiedlich ist. Wir glauben nicht, dass es richtig ist, vorzugeben, wie groß die Portion ist. Wir wissen, dass einige Leute einen Salat dazu essen, andere essen das Gericht wirklich pur, so wie es ist. Und wir sind fest davon überzeugt, dass man sich mit unseren Produkten nicht überisst. Das ist nichts drin, wo man dieses, was wir auch eben bei den Chips hatten, dieses Gefühl, ich muss davon immer mehr essen. Aus unserer Sicht ist das, wir können das nicht wissenschaftlich belegen, aber wir glauben tatsächlich, dass das durch Geschmacksverstärkeraromen tatsächlich intensiviert wird, dieser Geschmack, und dazu führt. Also insofern fühlen wir uns da eigentlich, was die Portionsgrößen auch angeht, eigentlich auf der besten Seite, ist sozusagen den Verbraucher entscheiden zu lassen, wie viel er davon ist. Frau Hebestreit, vielleicht können Sie das nochmal erklären, nochmal zurück zu dem Beispiel mit der Chipstüte. Warum esse ich die auf, wenn ich die erstmal die XXL-Chipstüte aufgemacht habe, obwohl ich eigentlich gar keinen Hunger habe, aber wahnsinnigen Appetit? Also man greift sozusagen ganz unbewusst, vielleicht sogar auch beim Fernsehgucken oder beim Filmgucken, irgendwie in die Chipstüte rein. Wie ist das physiologisch zu erklären? Naja, das hat natürlich in erster Linie was mit den Chips zu tun. Keiner würde sich an der gleichen Größe einer Tüte mit Karottenstückchen oder Apfelspelten überessen. Also es liegt natürlich in der Zusammensetzung dieses Nahrungsmittels, also des Lebensmittels. Das heißt, die Kombination aus Fett und Kohlenhydraten, die Kohlenhydrate aus der Kartoffel, das Fett vom Frittieren, stimulieren oder reizen bestimmte Hirnregionen so, dass sie angesprochen werden und mein Belohnungssystem angesprochen wird. Und dazu kommt dann halt auch eben diese sehr würzige und sehr salzige Mischung der Gewürze, die eben auch nochmal den Appetit anregen. Und man mag es gar nicht glauben, auch das Krachen. Also auch die Haptik hat da eine große Wichtigkeit. Das heißt, bestimmte Lebensmittel, die, wie gesagt, viel Kohlenhydrate plus Fett enthalten, sprechen da mein Belohnungssystem ganz besonders an. Und dann fällt es mir einfach schwerer, da die Hände rauszulassen. Wie gesagt, keiner überisst sich an Möhren und Karotten. Man fragt sich, warum. Das sind die Gründe. Aber interessanterweise, ich habe zwei kleine Kinder, da kann man das irgendwie richtig studieren. Also wenn ich denen zum Beispiel Möhren und Apfelstücke hinstelle, beim zum Beispiel Filmgucken oder so, dann essen sie das und da überessen sie sich nicht dran. Aber man kann es schon ja ein bisschen steuern. Aber es ist viel schwieriger, ihnen zu erklären, dass sie eben die leckere Nuss-Nougat-Creme vielleicht nicht komplett aufessen sollten am Frühstückstisch. Genau, wie erkläre ich es dann zum Beispiel Kindern, dass Zucker und so viel Zucker nicht gut ist? Also einen Punkt haben Sie gerade eben schon so im Nebensatz erwähnt. Bewusst essen ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen immer mehr, dass auch wir Erwachsenen, dass man einfach nebenher isst. In dem Moment, wo ich verschiedene Reize auf einmal anspreche, wie beim Fernsehgucken das Gucken, das Hören, das Schmecken, das Krachen, in dem Moment bin ich am noch glücklichsten. Also da wird mein Belohnungssystem noch mehr angeregt. In dem Moment, wo ich aber mich bewusst hinsetze und dann vielleicht eine Handvoll Chips esse oder wie gesagt eine vielleicht mit Portionsgröße, nimmt einfach nur eine kleine Schale, macht euch da ein paar Chips rein, macht den Rest der Tüte wieder zu. In dem Moment esse ich bewusst und mache mir auch wieder, bekomme auch so ein kleines Regulativ heran und ist die Schale alle. Das war's. Das ist auch ein Lernprozess. Wenn man aber immer gewohnt ist, immer aufzuessen, dann kriegt man das schwer später wieder raustrainiert. Aber ich habe ja vorhin auch ein bisschen rausgehört, dass man bewusstes Essen und den Geschmack auch wieder zurückerlernen kann. Also dass man sozusagen die Reduktion von Salz, Zucker, Fetten, dass man das im Geschmack dann auch letztendlich auch wieder erlernen kann. Gibt es da vielleicht auch Tricks, wie man zum Beispiel Kinder auch dazu bringen kann, weniger Zucker zu essen, weniger Süßigkeiten zu essen? Also das gibt es auf jeden Fall. Das ist natürlich immer ein bisschen Überzeugungsarbeit und natürlich auch Vorleben. Ganz wichtig ist, dass wenn die Eltern sich dann natürlich trotzdem nebenher die Nuss-Nougat-Creme auf das Brötchen schmieren, dann hat das Kind wenig Motivation, dann irgendwie nur einen Fruchtaufstrich zu geht gar nicht. Da würde es, glaube ich, so eine Art Krieg geben am Frühstückstisch. Vorleben ist gut. Ich sage immer, einfach mal nicht kaufen. Am Anfang wird noch gemurrt. Irgendwann stellt man dann fest, was zu Hause ist, wird gegessen. Dann gewöhnt man sich dran. Das ist dann so jetzt ein bisschen die harte Methode.
ganz wichtig bei Kindern ist das selber machen, also selber zu erfahren, vielleicht auf ein Feld gehen im Sommer, Erdbeeren gemeinsam zu pflücken, dann die Erdbeeren vielleicht zu pürieren, mit nur wenig Zucker aufzukochen oder die pürierten Erdbeeren direkt in den Joghurt zu rühren. In dem Moment, wo ich die Kinder beteilige, daran es selbst zuzubereiten, wächst ganz schnell die Akzeptanz. Und damit kann ich natürlich dann diese Zuckerbomben eigentlich ganz gut aus dem Kühlschrank verdrängen. Ist natürlich auch wieder mehr Aufwand. Ich muss mir überlegen, dass ich das dann beihalte. Ne? Dass ich dann selber beihalte, frisches Obst und Gemüse zu kaufen und diese Dinge selbst zu suchen. Das lohnt sich. Mhm. Wahrscheinlich gehen Sie da auch bei Ihrer Produktauswahl beziehungsweise bei Froster ja auch genau mit diesen Gedanken um, oder, Frau Ahlers? Natürlich, ich denke, das ist genau richtig. Wir wissen auch, dass die Leute, die unsere Art von Produkten kaufen und gut finden, sind eigentlich die selber Kocher, weil nur die im Grunde nachvollziehen können, dass das, was wie wir unsere Produkte herstellen, dass das was Besonderes ist und dafür auch bereit sind, den bisschen höheren Preis zu zahlen. Gleiche gilt natürlich für Kinder in extremer Weise. Es ist total wichtig, denken wir auch, dass Kinder kochen können, dass sie wissen, wie man im Grunde muss jedes Kind wissen, wie es die Produkte, die es fertig kauft, auch selber machen könnte und muss wissen, was drin ist. Das ist extrem wichtig und der Geschmack muss geschult werden. Der Geschmack muss sozusagen sich orientieren, aus unserer Sicht immer erstmal an dem natürlichen Lebensmittel. Wenn man weiß, wie das schmeckt, dann hat man sozusagen die Basis und wenn ich aber eben sozusagen auch Grundnahrungsmittel immer mit Aromatisierung arbeite, wenn ich Joghurts aromatisiere, dann verfälsche ich das natürliche Geschmacksempfinden. Und das ist, denken wir auch, insbesondere bei Kindern, hat es dann gravierende Auswirkungen. Also zum Beispiel bei Ihrem Obst und Gemüse, da kann ich auch wirklich pur Himbeeren oder Erdbeeren bekommen, ja, als Tiefkühlkost. Die sind weder gezuckert, noch ist da sonst irgendwas drin. Das ist allerdings bei Tiefkühlobst, muss man sagen, auch eigentlich Standard. Sind immer einfach die reinen Früchte. Genau, sonst wäre es ja auch Kompott, letztendlich gefroren ist. Mir ist noch eine Sache bei Froster aufgefallen. Wenn Sie sich jetzt schon so um bewusste Ernährung auch so sehr bemühen, warum stellt Froster nicht auf Bioprodukte um? Weil da könnte man einen Schritt weiter ja gehen, auf Pestizide und Inhaltsstoffe, schädliche Inhaltsstoffe verzichten und dann natürlich auch noch einen Beitrag für ökologische Landwirtschaft und damit am Ende auch für Artenvielfalt leisten. Ja, das ist tatsächlich etwas, was wir immer wieder diskutieren. Wir würden das nach jetzigem Stand für die Fülle unserer Zutaten, wir haben ja auch viele exotischere Gerichte, also aus dem asiatischen Bereich, zum Beispiel so ein Bami Goreng, da sind Zutaten drin, die zum Teil auch in Deutschland gar nicht wachsen. Das würden wir im Moment nicht hinbekommen, in der dann gleichzeitig sozusagen unseren Qualitätsanspruch zu erfüllen, weil dieses Thema Zusatzstoffe ist bei Bio zwar auch deutlich reduziert im Vergleich zu konventionell, aber trotzdem dürfen Bio-Lebensmittel auch Zusatzstoffe enthalten. Das heißt, das widerspricht sich so ein bisschen mit unserem Ansatz. Wir, wie gesagt, diskutieren das. Wir bauen auch selber ja einen großen Teil der heimischen Gemüsesorten selber an in Deutschland, auch einen großen Teil Bio schon. Das könnten wir sozusagen schon, wenn wir nur Erbsen, Kräuter und Spinat und Bohnen in unseren Gerichten hätten, wäre das möglich. Aber dafür ist im Moment unsere Produktpalette zu breit. Und der andere Punkt ist tatsächlich, wir haben mit der Umstellung 2003 ja schon gesehen, welche Auswirkungen eine Preissteigerung von damals waren das 30 Cent pro Beutel, wo wir dachten, das ist nicht so viel für die überragend höhere Qualität, hat aber dazu geführt, dass unser Umsatz, wie gesagt, um 40% eingebrochen ist. Das heißt, Bio ist immer natürlich tatsächlich nochmal deutlich teurer. Und das trauen wir uns im Moment noch nicht so zu, weil letztendlich müssen wir auch weiterhin von vielen Menschen gekauft werden. Aber für die Zukunft bestimmt eine wichtige Vision. Können Sie ja mitnehmen. Was wünschen Sie sich denn von der Bundesregierung vielleicht auch für Regularien, um unterstützt zu werden, auch um wettbewerbsfähig zu bleiben? Ja, wir wünschen uns tatsächlich
dass es einfacher ist für den Verbraucher, gute Lebensmittel wirklich auch zu erkennen auf einen Blick. Es gibt auch drei ganz konkrete Forderungen, die wir auch schon mal an Frau Klöckner adressiert haben. Wir denken, dass zum Beispiel genau diese Aromatisierung deutlicher sein muss. Die Kennzeichnung von Aromen ist sehr verwirrend. Auch die Ausdrücke sind verwirrend. Ein natürliches Aroma muss nichts sozusagen mit den echten Früchten zu tun haben. Das verstehen die meisten Leute nicht. Auch ich habe das früher selber gedacht. Ich habe gedacht, ein natürliches Aroma ist ja ein gutes Aroma. Das kommt aus der Frucht. Es ist aber nicht so, und darum finden wir also eine Forderung, aromatisierte Lebensmittel wirklich auf der Vorderseite schon so zu kennzeichnen, dass ich das auf einen Blick erkenne. Dann sagen wir, es muss eigentlich alles drin sein, was draufstehen, was drin sein. Auch das ist im Moment nicht der Fall. Ich kann sehr, sehr viele gerade Zusatzstoffe unter den Tisch fallen lassen in der Deklaration. Und das nächste große Thema ist, dass sehr, sehr viele Zusätze heute nicht mehr offiziell Zusatzstoffe sind, sondern sozusagen Zutaten, die aber so verändert sind, dass sie wie Zusatzstoffe wirken. Diese durchlaufen überhaupt nicht mehr die Zulassung der Zusatzstoffe. Das ist sozusagen. Entschuldigung, welche sind das zum Beispiel? Das ist zum Beispiel das bekannteste Beispiel, zum Beispiel das Hefeextrakt. Das ist eine Zutat, hat aber definitiv und völlig eindeutig geschmacksverstärkende Wirkung und wird auch deshalb eingesetzt. Ich kann aber dann zum Beispiel eine große Auslobung auf der Verpackungsvorderseite haben, ohne den Zusatzstoff Geschmacksverstärker. Und hinten ist ein Hefeextrakt drin. Das hat den, also rein sprachlich, ohne den Zusatzstoff Geschmacksverstärker ist es Hefeextrakt drin. Das ist ein Geschmacksverstärker, aber es ist kein Zusatzstoff laut Zusatzstoffverordnung. Also das sind Dinge, wo wir finden, dass damit Leute irregeführt werden. Das heißt, es ermöglicht den Firmen wirklich sehr, sehr viel auf der Verpackungsvorderseite an sehr großen Vorzügen, was eben alles nicht angeblich drin ist, auszuloben. Und trotzdem hat sich eigentlich an der Zutatenliste des Produktes nicht geändert. Ich kann vorne raufschreiben, ohne künstliche Aromen, trotzdem ist das Produkt aromatisiert. All das sind Dinge, die aus unserer Sicht dazu führen, dass man eben nicht die gesunde Wahl, wie Frau Klöckner sagt, zur guten Wahl machen kann, sondern es fällt sehr, sehr schwer. Es fällt sehr schwer, und ich kann auch den Zutaten, ich habe so viele Dinge, die auf den Zutatenlisten gar nicht draufstehen, die ich nicht ablesen kann, selbst wenn ich sozusagen einen Doktortitel in Lebensmittelchemie habe, weiß es eigentlich nur der Hersteller. Nur wir wissen, was wirklich drin ist, und wir sind nur zu einem sehr, sehr kleinen Teil verpflichtet, das wirklich offen zu legen. Und das ist was, wo wir denken, müssen sich die Gesetze ändern, es muss sich das Deklarationsrecht ändern, und dann würden viele Dinge sehr, sehr viel sichtbarer werden für den Verbraucher. Und dann würde aus unserer Sicht zum Beispiel der Nutri-Score nicht mehr unbedingt nötig sein. Also die Forderungen sind klar, sichtbarer machen, mehr Transparenz, deutlicher, klarer. Frau Hebestreit, Sie forschen auch zur Evaluation von politischen Maßnahmen, zum Beispiel auch im Europäischen Forschungsnetzwerk. Welche politischen Maßnahmen haben denn Ihrer Meinung nach in diesem Sinne Erfolg? Also natürlich ist es schon ganz gut, eine Nährwertdeklaration auf den Lebensmittelverpackungen zu haben. Das würden wir auf jeden Fall unterstützen, und das ist auch sehr erfolgsversprechend. Es gibt mehrere Ansätze, die man im ersten Moment jetzt vielleicht gar nicht so bedenken würde. Zum Beispiel die Ausbildung von Küchen- und Kochpersonal, die zum Beispiel nach den Verpflegungsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in der Großverpflegung, also in der Gemeinschaftsverpflegung, kochen. Also diese Fortbildungsangebote zum Beispiel, dass die DGE-Richtlinien für die Gemeinschaftsverpflegung in Schulen, Kitas, aber auch in Krankenhäusern, Altenheimen umgesetzt werden. Das sind zum Beispiel Maßnahmen, die in Deutschland sehr, sehr gut funktionieren. Also diese Fortbildungsmaßnahmen und die Bildungsangebote relevanter Berufe. Die Nährwertdeklaration ist in Deutschland auch schon sehr gut umgesetzt. Ein Gesundheitsmonitoring, das darf man auch nicht vergessen. Das Robert-Koch-Institut überprüft natürlich auch die Zufuhr, die Lebensweise, die Ernährungsweise der Bevölkerung. Das sind natürlich Maßnahmen, die auch dazugehören und die auch sehr wichtig sind. Wir haben festgestellt, dass da aber noch viel Luft nach oben ist. Also es gibt Bereiche, in denen Deutschland schon auch noch ein bisschen
Entwicklungsspielraum hat, zum Beispiel bei der Subventionierung von Lebensmitteln, die, die ernährungsrelevant günstig sind oder die eine gesunde Ernährungsweise unterstützen. Wie gesagt, dass die Regulierung, die Selbstregulierung der Werbung, der Lebensmittelwerbung ist ein wirklich heißes Thema. Da sehen wir noch nicht so viel Aktivität, obwohl es jetzt die Selbstverpflichtung gibt. Also was wir zum Beispiel auch nicht gut haben, ist eine Regulierung bei einer gesundheitsförderlichen Zusammensetzung der Kost in den der Lebensmittelangebote im Einzelhandel und in der Gastronomie. Die sind zum Beispiel auch bei der Selbstverpflichtung ausgenommen. Die Selbstverpflichtung nimmt zum Beispiel Fast-Food-Restaurants aus oder die Gastronomie aus. Zum Beispiel sind auch Süßigkeiten, süße Snacks, ungesunde Snacks bei der Selbstverpflichtung, also bei der Innovationsstrategie außen vor. Das sind natürlich genau die Lebensmittel, die aber eben auch das bei erhöhter regelmäßiger Zufuhr das Übergewicht und die Erkrankungen erhöhen. Insofern ist da noch viel Spielraum. Wäre auch die Einführung von Veggie Days in Kantinen, Kitas, Schulen verpflichtend eine Idee? Ich erinnere mich, wir hatten diese Diskussion ja schon vor vielen Jahren. Ich habe das damals großartig gefunden. Ich war mitten im Studium, glaube ich. Ich weiß aber, es ging ein Aufschrei durch Deutschland. Um Himmels Willen, ihr könnt mir doch meinen Schnitzel in der Kantine oder meine Lasagne irgendwie nicht streitig machen. Da sind ja nun aber auch schon einige Jahre ins Land gegangen. Ich glaube, es wird immer einfacher, die Bevölkerung zu überzeugen, dass mindestens ein Veggie Day oder zumindest die alternative Auswahl in den Kantinen und in den Speiseräumen gegeben sein musste. Also in den Schulen und Kindergärten ist das mittlerweile schon sehr weit umgesetzt. Wenn man sich zum Beispiel die neuen Regulierungen der Gesellschaft für Ernährung ansieht, da ist jetzt auch die Empfehlung in den Schulspeiseplänen, ich glaube, Fleisch auf, ich glaube, 40 oder 50 Gramm in der Woche zu reduzieren. Das ist verschwindend gering, aber natürlich ein ganz wichtiger Anfangspunkt, weil wenn ich schon weiß, dass die Kinder während der Schulzeit schon zum Beispiel wenig Fleisch verzehren, weil wir ja wissen, dass zu Hause dann eben noch wieder Wurst und vielleicht Fleischprodukte auf den Tisch kommen, ist das natürlich ein Ansatz, wo ich schon mal Fleisch einsparen kann und auch Kinder wieder mal zu einem bewussteren Essen und zu einem bewussteren Umgang mit ihrer Ernährung trainieren kann. Genau, da sind wir wieder sozusagen beim bewussten Trainieren von Geschmack und Geschmacksknospen im Grunde genommen. Und da kann man bei Kindern gut anfangen. Es gibt zum Beispiel eine ganz schöne Vereinigung, Initiative, die Gemüseakademie. Das ist ein bundesweit agierender Verein, der mit Kindern in Kitas und Schulen Gemüsebeete anlegt und dann eben auch erklärt, wie dann Tomaten zum Beispiel wachsen und anderes Gemüse und man natürlich dann auch viel bewusster damit umgehen kann. Welche Ideen haben Sie noch, Frau Ahlers, um vielleicht die Menschen zur bewussteren Ernährung zu animieren? Ja, diese Gemüseakademie ist, denke ich, tatsächlich ein sehr guter Ansatz. Wir haben zum Beispiel versucht, in Bremerhaven eine Schule zu unterstützen und zu finden, wo die Kinder tatsächlich ihre Kantine selber betreiben. Ich denke, das ist zum Beispiel auch wäre ein sehr guter Ansatz, dass man projektweise sagt, 3 Monate zum Beispiel machen die 8. Klassen nichts weiter als kochen. Ich glaube tatsächlich, wir haben in Bremerhaven eine kleine Froster-Kochschule, die ist im Klimahaus in Bremerhaven und wir stellen, wo Kinder kochen lernen, natürlich nicht mit Froster-Produkten, sondern von Grund auf, auch unter dem Klimaaspekt dort. Und es ist tatsächlich erschreckend, wie wenig Kinder noch Kenntnisse davon haben, wie man zum Beispiel ein völlig simples Lebensmittel wie eine Tomatensauce kocht, weil sie es im Alltag einfach viel zu wenig tun und weil sie zum Beispiel in den Schulen das Essen fertig serviert bekommen. Und das wäre aus unserer Sicht ein sehr, sehr guter Ansatz zu sagen, es kochen die Kinder selber unter Anleitung natürlich und bauen im Idealfall dann auch noch das Gemüse an. Also sowas unterstützen wir oder würden wir gerne unterstützen. Wir haben tatsächlich noch keine Schule gefunden, die dieses Modell mit uns mitgeht, weil es einfach unheimlich viele Regularien gibt und Vorschriften, die dann wieder dagegen sprechen, sowas zu tun.
Aber sowas ist total sehr, sehr wichtig. Wir haben in Hamburg mitgegründet und unterstützen das Deutsche Zusatzstoffmuseum. Das ist ein öffentliches Museum, wo sehr, sehr viele Schulklassen hinkommen, um sich um dieses ganze Themengebiet Zusatzstoffe zu informieren. Sowas ist wichtig. Es ist einfach wichtig, aufzuklären und ja, tatsächlich einfach loszukochen. Ich glaube, das ist ein unheimlich wichtiger Schritt. Das hört sich gut an, loskochen, und vielleicht meldet sich ja eine Schule jetzt nach unserem Gespräch bei Ihnen. Zusatzstoffmuseum, das ist ja interessant. Was ist denn sozusagen Ihr Lieblingszusatzstoff, der am schwierigsten zu identifizieren ist, Frau Ahlers? Zu identifizieren, naja, das sind tatsächlich die Zusätze, die in den Zutaten schon drin sind. Da ist zum Beispiel ein Beispiel, sind zum Beispiel Enzyme. Enzyme müssen nicht mehr deklariert werden, werden aber als Hilfsstoffe sozusagen sehr verbreitet eingesetzt in der Lebensmittelproduktion. Also ein kleines Beispiel, wir haben ja gewürfelte Mangos. Mangos werden konventionell mit Enzymen geschält. Das heißt, die Enzyme sorgen dafür, dass sie leichter geschält werden. Jetzt kann man darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist zumindest ein Zusatz, der nicht mehr auf der Verpackung zu sehen ist. Das heißt, als Verbraucher weiß ich das nicht. Ich weiß nicht, wir haben natürlich unsere Mangos werden nicht geschält mit Enzymen, sondern dann wirklich per Hand, ist mehr Aufwand. Aber die Frage ist eben, das sieht man unseren Verpackungen auch nicht an. Es ist etwas, was sozusagen sehr in die Details geht. Aber aus unserer Sicht müssten diese Details zumindest für jemanden, den es interessiert. Und bei Enzymen sind wir schnell in genmodifizierten Thematiken. Also das ist eine Thematik, die eigentlich sehr, sehr groß ist, aber über die überhaupt nicht gesprochen wird, weil es kein Mensch weiß. Also das sind so diese versteckten Zusätze. Ich glaube, das ist das, was wichtig ist, sich darum zu kümmern und es etwas transparenter zu machen. Mir fällt Zitronensäure ein, von dem Pilz Aspergillus niger. Gibt es von Ihnen, Frau Hebestreit, irgendwie einen besonderen Zusatzstoff, den Sie gerne noch viel deutlicher deklariert haben möchten? Klar, die ganzen Zucker. Also wir haben natürlich das Problem, dass Leute oder die Konsumentinnen schon sagen, ich gucke mir doch jetzt die Zutatenliste an, aber da steht ja gar kein Zucker. Da steht dann aber vielleicht Dextrose oder Sirup. Also es gibt ja natürlich verschiedene Arten von Zucker, die zum Beispiel auf Rose enden oder auf Sirup enden, die genauso ungesund sind, in größeren Maßen verzehrt und die dann aber einfach von den normalen Konsumenten und Konsumentinnen nicht mehr als solche identifiziert werden und dann wird es trotzdem gekauft. Oder zum Beispiel Agavendicksaft, ist das eine Alternative zu reinem Industriezucker? Ja, werde ich oft gefragt. Wir nehmen doch immer Honig. Also nichtsdestotrotz, es ist Zucker und es führt dazu, dass ich eben, wenn ich dann gutes Gewissen habe und denke, ach, ist ja ne, was Gesundes, dass ich dann auch vielleicht mehr nehme. Der Fakt ist auch, dass verschiedene Zucker unterschiedliche Süßkraft haben. Also wenn ich zum Beispiel mit Milchzucker nehme, der hat lange nicht so eine starke Süßkraft unser normaler Haushaltszucker. Das heißt, ich würde dann eventuell sogar noch mehr nehmen, obwohl er ernährungsphysiologisch logisch, aber natürlich auch die gleichen Kalorien mit sich bringt. Okay, die Ernährung ist wirklich eine Wissenschaft. Komplex. Sehr komplex, sehr komplex. Ich möchte noch einmal ganz kurz zurück auf die politischen Maßnahmen auf EU-Ebene, auch noch mal auf den Nutri-Score, den wir natürlich jetzt sehr stark schon besprochen haben, aber gerade haben eine Gruppe von 200 WissenschaftlerInnen und Gesundheitsfachleuten aus 20 EU-Ländern die Forderung veröffentlicht, den Nutri-Score EU-weit verbindlich einzuführen bis 2022. Und die Bundesregierung gibt auch an, sich für ein einheitliches europäisches Modell einsetzen zu wollen. Frau Hebestreit, was halten Sie davon, dass auf EU-Ebene, dass zumindest dadurch dann diese Problematik vielleicht sichtbar gemacht wird? Ja, also natürlich sind Initiativen zu begrüßen, die auch eine vereinheitlichte Regelung angehen wollen, dass nicht einzelne Länder sich rausnehmen. Und wie gesagt, in erster Linie möchte der Nutri-Score die Ernährungskompetenz der Konsumenten und Konsumentinnen und Verbraucherinnen
fördern. Und ich glaube, es wird auch wirklich Zeit, denn was Frau Ahlers ja schon wirklich treffend beschrieben hat, die einzelnen Zutaten müssen teilweise nicht deklariert werden oder es versteht kein Mensch, dass jetzt ein Sirup genauso ernährungsphysiologischer Mist ist wie jetzt eine Menge Zucker. In zu großen Mengen und in zu hoher Frequenz. Das heißt, dort die Verbraucher und Verbraucherinnen in die Lage zu versetzen, selbstbestimmt Auswahlen zu treffen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn nur wenn ich selber autonom, selbstverantwortlich entscheiden kann, ich lasse dieses Produkt dann im Regal stehen und nehme ein gesünderes, dann haben wir die Kraft, schlafende Riesen, hier das Stichwort, die Kraft als Verbraucherinnen und Verbraucher auch gesündere Lebensmittel einzufordern. Denn nur was wirklich gekauft wird, das wird dann ja auch verkauft und nur das wird dann später irgendwann auch nur produziert. Das heißt, die Macht, die man als Verbraucher hat, darf man nicht unterschätzen. Und da ist der Nutri-Score eben eine Hilfe. Und wenn wir die vereinheitlicht in Europa umsetzen können, denn viele Lebensmittel werden ja auch nun in Europa hin und her geschickt, dann wäre das natürlich, dann ist das ein erster wichtiger Schritt, denke ich. Aber da muss dann natürlich noch ein bisschen nachgelegt werden, damit nicht das labbrige Toastbrot am Ende auch einen guten Nutri-Score hat, weil eben wenig Salz und wenig Fette vielleicht drin sind. Also gibt es da eine Idee aus Ihrer Richtung, Frau Hebestreit, wie der Nutri-Score da im Grunde genommen verbessert werden könnte? Also soweit ich informiert bin, gibt es diese Diskussion ja. Zum Beispiel ist das Max-Hubner-Institut in Deutschland ja auch für das Monitoring der Umsetzung verantwortlich. Und da jetzt eventuell Vorschläge zu machen, den Nutri-Score auch nochmal anzupassen. Wir sehen ja auch, dass zum Beispiel sehr gesunder Käse kriegt eine ganz schlechte Marke, weil halt eben ein hoher Fettanteil drin ist. Dass das nochmal verbessert wird, ich hoffe, dass das stattfinden wird, aber ich denke schon. Ja, vielleicht machen wir noch mal den Blick ein bisschen globaler und am Ende unseres Gesprächs vielleicht auch noch mal visionär. Also schauen wir mal vielleicht in die Zukunft, was Sie sich auch wünschen. Also angesichts der traurigen Zahlen, dass 10% der Weltbevölkerung an Hunger leiden und 90% der Weltbevölkerung sich schlecht und falsch ernährt. Es gibt eben die SDGs, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, kein Hunger bis 2030. Was sind denn Ihre Visionen in Bezug auf Ernährung für 2030? Frau Hebestreit, wollen Sie vielleicht mal beginnen? Also ich kann mir schon vorstellen, dass also diese Bewegung, nachhaltiger sich zu ernähren, in einer Gruppe sehr viel umgesetzt werden wird. Wir sehen jetzt ja auch, dass gerade Akademiker oder Studierende sich mit also so ernähren. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich um sich greifen wird. Weniger Fleisch, weniger Fisch, dafür aber mehr Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und Saaten zu verzehren oder halt eben stärkerhaltige Knollen. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass es eine Gruppe geben wird, die sich sehr, sehr luxuriös ernähren, um sich abzugrenzen. Es ist jetzt schon absehbar, dass durch die Klimaänderungen die Anbaugebiete für bestimmte Lebensmittel abnehmen werden. Das heißt Kakao, bestimmte Kaffeesorten, vielleicht auch Tee, das weiß ich nicht genau. Aber es gibt bestimmte Lebensmittel, die Anbaugebiete einfach weniger werden. Das heißt natürlich, wenn weniger produziert wird, werden diese Lebensmittel teurer. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Gruppe geben wird, eine Population geben wird in Deutschland, die dann genau sich vielleicht diese Lebensmittel sehr, sehr bewusst dann aussuchen für ihre Ernährung. Was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass die Digitalisierung in der Ernährung stärker zunimmt. Also die Digitalisierung vielleicht auch für die Optimierung meines Ernährungsverhaltens, für das Monitoring meines Gesundheitszustandes und meiner Ernährung. Da sind sich die Wissenschaftler einig und die Techniker, also die Digitalisierung wird da einen ganz großen Aspekt haben. Das heißt, ich habe vielleicht eine Ernährungsuhr dann oben, die mir sagt, na, jetzt isst du mal vielleicht die Chipstüte doch nicht. Du hast heute schon genug Fette zu dir genommen. Ja, oder auch zum Beispiel, es gibt es ja auch schon Kühlschränke, die genau scannen, was ich im Kühlschrank habe. Und dann, wenn ich es verbraucht habe, es dann vielleicht automatisch schon wieder im Supermarkt nachbestellen, dass ich dann auch gar nicht mehr in den Supermarkt gehen muss, vielleicht auch den Reizen durch die Verpackung gar nicht mehr so erlegen bin oder durch Aromen, die verströmt werden im Supermarkt, zum Beispiel in der Abteilung für Backwaren, dass dann halt eben Backaromen verströmt werden, um den Kaufreiz zu erhöhen. Dem werde ich nicht mehr ausgesetzt sein. Ne? Das heißt,
heißt, was mein Kühlschrank sieht, was ich häufig reinpacke und auch viel verzehre, das wird dann automatisch geordert. Oder zum Beispiel auch die Uhr, die ich um mein Handgelenk habe und was vielleicht auch den Blutzuckerspiegel misst. Oder zum Beispiel, wir wissen, dass es jetzt schon Ansätze gibt, wo Stoffe, die in hochgradig verarbeiteten Lebensmitteln, die werden auch können über die Haut messbar gemacht werden. Nicht nur in den üblichen Parametern, so wie Urin oder Blut, sondern sogar über die Haut. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Uhr habe, die nicht nur den Puls misst, sondern vielleicht sogar diese AGEs, wie sie heißen oder abgekürzt heißen, dann kann es natürlich sein, dass mein Körper sagt, Moment mal, also du hast jetzt eine Fertigpizza gehabt, heute Abend wird mal ein frischer Salat gegessen. Solche Dinge sind durchaus möglich. Na, hoffentlich bleibt dann die Lust am Essen und selber kochen, wenn man jetzt gar nicht mehr intuitiv entscheidet. Aber genau, das ist ja auch alles eine Frage, wie man sozusagen mit der Digitalisierung dann umgeht. Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, Frau Hebestreit, also dass Ernährung auch in Zukunft und jetzt natürlich auch schon eine soziale Frage ist. Frau Ahlers, welche Visionen haben Sie vielleicht auch bei Frosta, damit sozusagen Ernährung für jeden Geldbeutel möglich ist und dass es da irgendwie keine Trennung gibt? Ja, wir denken auch, wir denken, Lebensmittel werden insgesamt etwas teurer tatsächlich werden, wenn sie besser werden insgesamt. Das ist, glaube ich, ein Trend, wenn man sich auch in Europa umsieht, dann sind wir in Deutschland ja auf einem sehr niedrigen Niveau. Wir glauben, dass es insgesamt nicht schlecht ist, wenn sich die Wertschätzung für Lebensmittel erhöht. Wir haben ja auch ein Riesenproblem mit Lebensmittelverschwendung, was auch unter Umständen damit zu tun hat, dass einige Dinge tatsächlich sehr günstig sind. Wir haben sehr günstige Preise für Fleisch, die dazu führen, dass ich tendenziell zu viel Fleisch esse. Auch das sehen wir einen Trend. Und wir sehen diesen Trend, das gucken wir uns ja auch sehr genau an, insbesondere tatsächlich bei den Jüngeren, die dann also 20, 30 voll im Erwachsenenleben sind, insgesamt weniger Fleisch essen zu wollen. Da muss, denke ich, einfach das Angebot stimmen, auch von den Lebensmittelherstellern, dass man genug Alternativen hat, dass man auch an Alternativen arbeitet, die sehr attraktiv sind. Wir haben jetzt gerade Fisch vom Feld ins Leben gerufen, also Fischstäbchen ohne Fisch, sondern auf Gemüseebene. Ich glaube, dass das im Moment zwar noch eine Nische ist, es ist aber wichtig sein wird, diese Alternativen auch anzubieten und zur Verfügung zu stellen. Ansonsten würde ich mir wünschen, wenn ich mir was wünschen darf für 2030, ist das tatsächlich, ich einfach den Menschen mehr Informationen über die Lebensmittel zur Verfügung stelle, dass das auch zu einem großen Teil verpflichtend ist und dass ich wirklich die Chance habe, auf eine leicht verständliche und auch nicht sozusagen mit Forschungslupe, sondern irgendwie auf einen Blick zu sehen, das ist es, was ich hier jetzt zu mir nehme. Ich habe eine Vorstellung davon, wie es produziert wird. Ich lege Herstellungsmethoden offen. Ich denke, dass das auch alles sehr viel Vertrauen schafft. Wir merken es, großes Interesse von den Menschen, dass sie sich bei uns in der Produktion mal umgucken wollen. Da muss sich die Lebensindustrie insgesamt öffnen. Wir müssen das einfach, das darf da keine Geheimnisse geben. Dann schaffe ich Vertrauen und dann kann ich auch sehr viel besser mit dem vergleichen, was ich zu Hause mache. Also dann weiß ich, okay, die Industrie arbeitet so. Zu Hause kann ich dies tun. Es ist dann einfach alles deutlich transparenter und einfacher zu verstehen. Und ich glaube, das wird dazu führen, dass die Menschen zumindest eine gute Chance haben, sich gesünder zu ernähren. Ja, vielen Dank. Also mehr Aufklärung, mehr Transparenz, mehr Geschmackstraining im Grunde genommen auch. Und danke auch nochmal, dass Sie den wichtigen Punkt der Lebensmittelverschwendung angesprochen haben. Aufessen ist auch einfach eine sehr, sehr gute Idee, gerade wenn man selber kocht. Ich glaube, 75 Kilogramm pro Kopf pro Jahr werden Lebensmittel in privaten Haushalten weggeschmissen, gerade Gemüse, Obst, wenn sie eben nicht aus der Tiefkühltruhe kommen, sondern weil sie dann ein bisschen schrumpelig sind. Ein guter Trick ist übrigens, wenn die Karotte schrumpelig ist, einfach mal in kaltes Wasser legen für ein paar Stunden, zack, ist sie wieder richtig schön knackig. Also auch das, der andere Umgang mit Lebensmitteln, den müssen wir wieder rekultivieren, glaube ich. Und es gibt ein ganz tolles Projekt, auf das wir hinweisen möchten, foodforfuture.de. Da kann man einmal schauen, wie die Ernährung, wie die Lebensmittel in der Zukunft aussehen werden. Ich habe das mal gemacht und bei mir waren sehr viele Algen,
Heuschrecken und ein ganz leckerer Quallensalat auf dem Teller. Und da kann man so ein bisschen ausprobieren, wie die Ernährungszusammenstellung eben in der Zukunft aussehen wird. Food for Future ist auch Kooperationspartner vom Futurium und im Juni gibt es mehrere Veranstaltungen, unter anderem ein Lunch Break, eine Serie Food for Future, immer wochentags, so Mittagszeit zwischen dem 10. und dem 23. Juni um 13 Uhr. Und es gibt eben auch noch den digitalen Politikpanel Zukunft der Ernährung am 4. Juni. Das kann ich sehr empfehlen und einfach mal auf die Seite gehen und ausprobieren, wie viel Algen und Heuschrecken auf dem Teller liegen werden. Ist das auch geplant, Frau Ahlers, dass Sie eventuell bei Frosta bald vielleicht getrocknete oder gefrorene Heuschrecken und Algensalat anbieten? Da gibt es eine ganz lustige Geschichte, dass wir vor 2 Jahren, glaube ich, zum 1. April eine präsentiert haben, nur in der Grafik, eine Heuschreckenpfanne und das tatsächlich und dann verschiedene andere Produkte noch. Und wir daraufhin einen Anruf bekamen von einer großen Supermarktkette in Deutschland, die dieses Produkt dann gerne haben wollten. Und wir dann sagen mussten, das war jetzt tatsächlich ein April-Scherz. Das hat uns wirklich da selber auch überrascht. Aber insofern, wir haben uns da schon sehr viel angeguckt. Wir haben uns sehr viel mit dem Bereich auseinandergesetzt. Tatsächlich im Moment der erste konkrete Schritt sind unsere Fischstäbchen, die vegan sind, aber ohne, vegan wäre ja auch nicht Heuschrecke, also auf Gemüsebasis. Das ist, glaube ich, noch ein langer Weg, dass das massentauglich wird. Es gab ja auch die ersten Produkte schon im Supermarkt. Ich habe das Gefühl, also nicht Tiefkühl, also die zum größten Teil schon wieder verschwunden sind. Das fängt dann tatsächlich mit den Kindern an. Ich glaube, so wie wir alle wahrscheinlich Shrimps essen oder ich habe als Kind zum Beispiel Weinbergschnecken irgendwie gegessen mit meinen Eltern und seitdem hätte ich jetzt kein Problem, eine Schnecke zu essen, weil ich sie einfach als Kind gegessen habe. Das ist aber nicht, wenn ich jetzt den Kindern heute den 3-Jährigen anfange, gebratene Mehlwürmer oder auch Heuschrecken zu servieren, hätten sie garantiert kein Problem als Erwachsener. Aber das ist, glaube ich, das kriegt man, glaube ich, sehr schwer hin, den Erwachsenen das beizubringen. Quallensalat mit so ein bisschen rote Beete-Saft gemischt, sieht ja fast aus wie Götterspeise. Also man muss dann auch Tricks anwenden. Ja. Was kommt bei Ihnen in der Zukunft auf den Teller? Frau Hebestreit, würden Sie Quallensalat essen? Ich bin prinzipiell nicht abgeneigt, viele Dinge zu probieren. Ich habe ja auch viele Jahre in Afrika gelebt und geforscht und habe da schon eine Menge wilde Sachen gegessen. Ich habe da eine Limitierung, ich esse einfach nicht gerne Innereien. Also selbst wenn ich dann so ein Stück Ziegenlunge auf meinem Teller hatte, habe ich die immer so ein bisschen unter meinem Maniok- oder Cassava-Brei versteckt. Unter eben was für ein Brei? Unter meinem Cassava. Also ist das? Eine Knolle, eine stärkhaltige Knolle, die gerne eben zu Brei oder Bällchen oder so wie unser Kartoffelbrei verarbeitet wird. Und das kann man dann ganz gut, da kann man auch mal so ein bisschen Lunge oder Herz drunter verstecken. Also die Lunge habe ich jetzt gut erkannt. Wenn ich es aber prinzipiell nicht erkenne, esse ich eine Menge. Ich glaube, ich würde es nur komisch finden, wenn es sich auf meiner Zunge noch bewegt. Aber ich finde, man sollte allen mal eine Chance geben. Man ist erstaunt, wie viele unglaublich leckere Sachen es auf der Welt gibt. Sonst hätte sich die ja zum Beispiel in Afrika oder im Regenwald nicht gehalten, diese Lebensmittel. Also ich ermutige meine Kinder auch immer, zumindest zu probieren. Und manchmal ist man erstaunt, was man für Treffer landet. Ja, vielen Dank für diese Anregung. Vielen Dank überhaupt für Ihre wunderbaren Antworten und dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben, auch Visionen für die Zukunft. Antje Hebestreit, Fachgruppenleitung Lebensmittel- oder Lebensstilbedingte Erkrankungen am Leibniz-Institut für Präventionsforschung. Und vielen Dank Friederike Ahlers, für Öffentlichkeitsarbeit zuständig bei Frosta Tiefkühlkost. Vielen, vielen Dank. Und falls Sie jetzt Lust haben zu essen, dann wünsche ich Ihnen guten Appetit.